Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem YouTube-Channel. Und ja, ich habe heute was richtig Geiles bekommen, denn ich habe ein Paket bekommen, und zwar Make-up. Und wie ihr seht, ich habe es noch nicht geöffnet, weil ich das mit euch zusammen machen möchte. Und ich habe nämlich Make-up bekommen von Cosmetic for Less. Einige von euch kennen das vielleicht. Wenn nicht, werde ich euch das gleich mal unten einblenden. Beziehungsweise könnt ihr das dann in der Infobox finden. Und ja, ich mache das mit euch mal zusammen auf. Und dann gucken wir mal, was ich bekommen habe. So. Oh, ich bin ganz aufgeregt, dass es wie ein Westpaket. So. Dann schauen wir doch mal, was drin ist. Und wow, okay. Schaut euch das schon mal an. Oh my goodness, I'm sorry. Und zwar, so sieht das aus. Schaut euch das mal an. Und da ist ein Kärtchen drin. Hier steht, hey Beauty, ich bin dein Päckchen. Ich bin bei dir in guten Händen und mache dich glücklich. Cosmetic for Less, dein Päckchen wurde mit viel Liebe gemacht. Deine Mia. Ich wünsche dir viel Spaß. Ist das nicht geil? Schaut euch das mal an. Was ich da bekommen habe. Das ist übrigens die Seite. Cosmetic for Less. Cosmetic for Less, glaube ich, heißt das. Und es ist echt süß. So, und schauen wir mal. Oh, mega, ich bin mega aufgeregt. So. Auf jeden Fall ist es sehr gut eingepackt, dass es auch nicht kaputt geht. Und ich sehe auch schon das erste. Okay, what is this? Whatever heißt es, Totally Random Present Brick Matte Palette. So sieht die aus. Ich zeige euch das mal. So sieht die aus. Und das ist so. Zeige ich euch mal die Farben, das ist schon ein bisschen krass. Oh, okay, das ist nice. Das ist nice auf jeden Fall. Geile Farben. So, ich versuche mal ein bisschen den Spiegel wegzublenden. So sind die Farben, also sind auf jeden Fall krasse Farben. Pinsel ist auch mit dabei, das ist natürlich geil. Also hat man gleich nochmal einen zusätzlichen Pinsel für seine Augen. Okay, cool, das ist geil. Da werde ich auf jeden Fall mal ein paar Videos machen. So, dann habe ich hier von Catrice. Und zwar ist das die 007 Color Nude. Das ist eine Foundation, Too Skinny heißt die. Und ist eine Hydrain Foundation. Total geil. Ich habe jetzt hier wieder die 007 bekommen, passt vom Hauttyp her eher, glaube ich. Ist eine flüssige Art, aber ja, auf jeden Fall, so sieht das aus. Total geil und wie gesagt, hier die 007 habe ich bekommen. Ja, das ist geil. Das ist auf jeden Fall nice. Gucken, was noch drin ist. Ah, ich bin so aufgeregt. Oh, goodness. Noch einiges. Okay, was ist das? 24K Gold von Revolution Pro. Und das ist ein Primer, Serum Primer. Okay. Schaut euch das mal an. So sieht die Verpackung aus. Schon mega edel, mega nice. Also echt geil. Also es ist schon Wahnsinn. So, ich mache das natürlich auf, weil ich will sehen, wie es von innen aussieht. Wo ist jetzt schon wieder mein... Da. So, schauen wir mal. Oh, das traut man sich gar nicht aufzumachen, weil es so mega schön aussieht. Also finde ich jetzt. Okay. Oh, wow. Da sind Goldpartikel drin. Okay, das ist geil. Schaut euch das an.
Schaut euch das mal an. Das sieht wirklich mega aus. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen, wenn die Kamera da mitspielt. Ach, jetzt. Ist das nicht geil, Leute? Schaut euch das mal an. Da sind Goldpartikel drin. Das ist mega geil und ja, Wahnsinn. Also, das ist Primer. Das macht man für viele Leute, die jetzt sagen: Okay, was ist das? Für was benutzt man das? Primer ist dafür da, um eure Poren sozusagen, also, das macht man, bevor ihr euer Make-up drauf macht. Ja, also, ihr wascht euer Gesicht, cremt euch ganz normal ein und macht dann Primer auf euer Gesicht. Ne, lasst es ein bisschen einwirken und wenn ihr euer Tages-Make-up drauf macht, dann seht ihr einfach die Poren nicht. Ja, das heißt, euer Make-up sieht schön geschmeidig aus. Euer Make-up wirkt einfach auch so ein bisschen natürlicher und dafür ist halt Primer gedacht und dafür gibt es ganz viele Varianten. Und ja, ich habe das hier und werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist wirklich cool. Ja, gerade bei Männern ist es ja so, dass Männer in der Regel sehr große Poren haben. Das heißt, gerade wenn man Make-up drauf macht, sieht man die Poren sehr, sehr doll. Und deshalb ist halt wirklich so ein Primer ganz gut, wenn man einfach die Poren nicht so sieht und einfach das Make-up mega geil aussieht. Ja, also wow. Ich mache auch schon weiter. Also das sieht wirklich geil aus. So, jetzt kriege ich es wieder nicht rein. Scheiße. Ups. Ja, Leute, auf jeden Fall. Oh Gott, ist das kompliziert hier. No, 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 no. Ist das kompliziert. So, das, also wie gesagt, das ist jetzt hier, war das von Revolution Pro 24K ist das. So sieht das ganz aus. Wie gesagt, es ist eine geile Verpackung. Sieht schon echt hochwertig aus. Und ja, es ist einfach mega schön. So, und auch schon geht's weiter. So, was habe ich hier? Oh, mein Gott, was ist das? Oh, geil. Jungle Rock ist das. Shadow Palette. Palette. Ich lese hier gerade, ihr seht das, glaube ich, gar nicht. So sieht die aus. Die Palette. Schon voll skurril, irgendwie voll geil. Und ja, gucken wir mal, wie es von innen aussieht, ne? Oh, okay. Krass. Ja. Sind auf jeden Fall krasse Farben. So, natürlich zeige ich euch das auch. Schaut euch das mal an. Also sind auf jeden Fall krasse Farben. Aber genau das ist ja auch das, was ich halt auch mal wieder machen möchte. Ich möchte mit euch auch mega geiles Make-up machen, beziehungsweise Make-up, was halt einfach auch sehr stark ist, sehr kräftig ist, beziehungsweise was man halt auch wirklich mal so, wenn man ausgeht, tragen kann und auch euch auch ihre Varianten zeigen möchte, die ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, beziehungsweise ich auch schon ewig nicht mehr geschminkt habe. Auf jeden Fall, das ist die Jungle Rock Palette. Genau. Und sieht echt mega geil aus, auch von der Verarbeitung her, ist echt schön. Hier hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man zu diesen Paletten auch noch irgendwie eine Verpackung gemacht hätte. Also die lagen jetzt so drinne, so lose drinne. Es war zwar sicher verpackt, aber hier wäre halt cool gewesen, wenn man hier noch ja irgendwie eine schöne Verpackung gemacht hätte, wie zum Beispiel bei dem hier, ne, dass man einfach die, ja wie gesagt, es kann ja doch mal irgendwas sein, dass irgendwas kaputt geht und ja, das ist nicht so schön. Also da muss ich sagen, da wäre Cosmetic for Lease auf jeden Fall ja mal ins Feedback vielleicht gehen oder beziehungsweise wenn ihr das Video mal gucken solltet, ja, dass man vielleicht sowas auch noch verpacken könnte, schön. Ja, auf jeden Fall geil und ja, auch schon geht's weiter. So, was haben wir noch hier im Karton? So, dann habe ich hier, oh Gott, was ist das? Glow and Go heißt das, okay. Ah, das ist ein Face and Body Spray, also Skinny Spray. Das heißt zum Fixieren nach eurem Make-up. Das sieht mega, das sieht irgendwie so aus wie Färbungsmittel oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so echt, es ist rosa. Schaut euch das mal an. Genau, also das sieht natürlich auch schon geil aus irgendwo von der Verpackung her.
Das ist von Evelyn Cosmetics. Und ja, ich weiß, also Face Body Mist vor. Mist vor? Ich muss jetzt echt mal lesen, was hier unten drauf steht. Okay, es ist natürlich alles hier wieder nicht auf Deutsch. Okay, ich guck mal, ich lese mal kurz, das ist nämlich auf Englisch teilweise. Okay, also es ist tatsächlich ein Fixierspray, das heißt einmal zum Schluss, wenn euer Make-up sitzt und ihr einfach wollt, dass euer Make-up den ganzen Tag hält, weil ihr vielleicht einen Termin habt, ihr geht abends noch zur Party und kommt aber nicht nach Hause, um euch nochmal frisch zu machen. Ja, dafür ist zum Beispiel einfach so ein Fixierspray mega geil, weil euer Make-up einfach mega geil hält. Und das ist in Pink. Krass, hatte ich noch nie gehabt. Ich hatte immer farblose, beziehungsweise hatte ich immer das von Essence und von P2 gehabt, was echt gut ist. Und ja, ich werde es ausprobieren, wir werden es sehen und ich werde euch da auf jeden Fall ein Feedback geben. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum Schluss, weil so viel war dann da doch nicht drin. So, und zwar habe ich hier ein High Cover Concealer, auch von True Skinny, und zwar 18 Stunden Hydring. Und zwar habe ich hier jetzt die Nummer. Oh my goodness, wo steht das denn hier bitte drauf? Okay, hier steht es tatsächlich nicht drauf. Es ist auf jeden Fall vegan, das ist schon mal gut. Das steht auf. Ach doch, hier oben steht's. Das ist die 0,10, also die C, 0,10 Kühl. Also so sieht das aus. Ich zeige euch das mal. Das ist ein Concealer. So sieht er aus. Und hier habe ich die Farbe. Das ist so scheiße hier mit der Kamera, dass sie nicht zoomt. Ich hoffe, es geht. Auf jeden Fall die C habe ich hier. Ja, Concealer kann man immer gebrauchen. Ist immer toll. Auch hier muss ich ehrlich gesagt, hätte ich mir eine schönere Verpackung vorgestellt. Ja, es ist Meckern auf hohem Niveau. Und ja, will ich dann sagen, ist doch egal. Du hast es doch im Paket. Es ist doch sicher. Ist doch jetzt egal. Du benutzt es ja eh. Ja, ist richtig. Aber ich finde, dass halt sowas auch ausmacht. Also ich finde, sowas gehört dazu. Und ich finde halt, auch sowas, auch ein Concealer kann man halt irgendwo schön verpacken. Ne? Und wie gesagt, man hat es ja auch hier mit hinbekommen. Also denen hat es ja auch funktioniert. Ne? Mit dem tollen Produkt. Und daher finde ich, könnte man das doch theoretisch auch bei dem hier probieren. Ja, Leute. Auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe, war das auch schon. An Make-up reicht auch erstmal. Ich habe echt zu viel Make-up mittlerweile. Also Fazit ist erstmal vielen, vielen Dank an Cosmetic for Less für die tollen Produkte. Auch für die wirklich tollen, für die tolle Botschaft, beziehungsweise ja, für das tolle Geschriebene. Ja, ist auf jeden Fall cool. Und natürlich werde ich euch alle Produkte unten in der Infobox einmal ja, zeigen, beziehungsweise wenn ihr das vielleicht auch kaufen wollt oder ihr neugierig seid, wo denn diese Produkte, ja, wo die Produkte herstammen, dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Ich bin auf jeden Fall begeistert darüber, dass ich diese Produkte habe und ich werde auf jeden Fall Videos dazu drehen und euch natürlich auch erzählen, beziehungsweise euch auch die Produkte zeigen, die ich dann, ja, um mein Fazit einfach mal erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, war es auch schon ein kurzes Video von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte mit euch dieses Paket einmal zusammen öffnen, ne, und einfach mal euch zeigen, was für Kosmetik ich bekommen habe und wo ihr diese Produkte auch selber kaufen könnt. Wenn ihr sagt, ach, das sah jetzt irgendwie ganz cool aus, ne, das würde ich doch gerne selber kaufen, dann verlinke ich euch das unten alles in die Infobox, wo ihr das auch dann kaufen könnt, beziehungsweise euch angucken könnt. Und ich verspreche euch, es gibt dazu auch Make-up-Videos. Das heißt, ich werde selbstverständlich hier auch ein paar Make-up-Videos drehen zu den ganzen Farben. Und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig freuen über eure Daumen nach oben, über Likes, über Kommentare. Und ja, was mir noch ganz wichtig ist, ist wirklich, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich liebe es wirklich, Videos zu machen. Und mein Ziel ist es wirklich dieses Jahr, dass ich es endlich auf die 1000 Abonnenten schaffe. Aber ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche euch dazu. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr unsere Videos einfach teilt, macht Werbung, egal ob wo ihr gerade seid, auf Arbeit, auf wenn ihr im Urlaub seid, Facebook, Twitter, Instagram, überall wo ihr seid, damit wir unsere 1000 Abonnenten schaffen. Mich haben schon viele gefragt, na, wenn ich dich abonniere, kostet mich das denn was? Nein, es kostet nichts. Wenn ihr uns abonniert, bezahlt ihr 0 Euro. Es kostet gar nichts für euch. Ja, das ist alles kostenfrei und das wissen viele wirklich nicht, wo ich auch schmunzeln musste. Aber wie gesagt, es ist kostenfrei und ihr bekommt von mir auch nicht mega viel Werbung oder irgendwelche Newsletter. Nein, ihr werdet nur von mir informiert, sobald ein neues Video von mir online ist oder von uns online ist, damit ihr Bescheid wisst. Ja, bim, bim, bim. Genau, Leute, auf jeden Fall, ja, quatsch ich nicht mehr so viel. Ich danke euch fürs Einschalten und wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß hier auf YouTube. Macht's gut!